Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Biara, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du hier siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Da ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop ist wie eine Momentaufnahme über den Sternenhimmel in dem Augenblick, wo du geboren bist. Diese Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in diesem Horoskop, das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das sind die Werte und Finanzen, dann ist dein Zuhause oder ein Basis, ein Fundament, Halt bekommen in dein Leben, dann Ausland und Spiritualität, dann deine Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften und karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Dieser Horoskop, dieser Geburtshoroskop, wie ich schon sagte, das bleibt. Was sich verändert, das bist du. Du machst Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren haben wir anderen Grundthemen, wir bewegen uns in anderen Boden. Du befindest dich im Augenblick noch in Periode Löwe und da hast du in vergangenen Jahren gelernt, selbst zu sein, diese Selbstdarstellung, und jetzt bist du im Grenzbereich und übergehst in Jungfrauperiode und in kommenden 7 Jahren prägt dich die Jungfrau und das heißt, dein Leben in Ordnung zu bringen, Ziele setzen, das verwirklichen, und bei Jungfrau-Energie ist auch wichtig, trennen von Spreu, von Weizen, etwas untersuchen, aber auch die Heilung. Die Heilenergie ist auch in dir gekennzeichnet, Jungfrau. Du wirst in dieser Zeit aufräumen, etwas in Ordnung bringen, einiges bereinigen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch und lösen etwas aus im Horoskop. Und das schauen wir an, was passiert in den kommenden 12 Monaten. März 2019. Ich beginne mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze, auch noch nächstes Jahr. Pluto wirkt auf deine Persönlichkeit, auch in deinem persönlichen Umfeld. Verändert sich vielleicht sogar dein Aussehen oder dein Auftreten. Und Pluto zeigt, wie wichtig ist deine innere Kraft, aber auch Sexualität, weil Thema Sexualität gehört auch zum Pluto-Energie. Und in dieser Zeit wirst du von vielem trennen, loslassen. Das ist gerade diese Transformation, was bei dir persönlich Pluto auslöst. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun zeigt deine Träume, deine Visionen und das, was du gerade lernst. Hier im dritten Lebensbereich lernen wir etwas. Und das ist für dich wichtig, weil das ist für dich die Basis, die Fundament. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen.
Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus befindet sich im Widder und hier bei Kindern gibt die Veränderungen. Oder dass du in dein inneren Kind arbeitest und änderst du dich selbst. Aber hier liegt auch die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und Uranus löst diese Veränderungen aus. Pluto, Neptun, Uranus, die bleiben ganzes Jahr. Saturn ist der Planet der Schicksal und der Planet der Karma und belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und das hast hier im Schütze in deinem persönlichen Bereich. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt auch die Weisheit. Und Jupiter befindet sich in Skorpion. Und hier bekommst du gerade Erkenntnisse. Du wirst verstehen die Zusammenhänge, den Leben und aktiviert auch diese karmischen Themen. Jupiter bringt auch Glück. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Da setzt du deine Kraft ein. Oder hast du eine Verbindung mit einer männlichen Person und ihr genießt diese Lebensfreude. Venus ist der Planet der Liebe, aber auch die Weiblichkeit zeigt, Venus ist im Steinbock und das bedeutet, du stehst zu deinen Werten als Frau. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Merkur löst Handlungen und Kommunikation aus. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen und das bedeutet, kommt eine Nachricht ins Haus oder unterschreibst einen Vertrag, was mit deiner Wohnsituation zu tun hat. Kann auch bedeuten, dass du zurückziehst, zu Hause bist und lernst du etwas. Sonne zeigt die Monatsthemen und die Monatsthema ist, dich zu behaupten bei deinen Konkurrenten und Wissen aneignen, vermitteln, etwas lernen und Kontakte im Internet, Kontakte mit Verwandten. Eine Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas, geht nichts voran, habe mindestens das Gefühl, oder wir sollen noch zurückblicken, etwas noch untersuchen, überprüfen, bedeutet aber auch Vergangenheit, wie zum Beispiel jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig. Dann die Mondposition. 21. März ist Vollmond im Löwe. Vollmond beleuchtet etwas, zeigt, schau da genau hin. Das ist für dich wichtig. Öffne dein Auge auf diesem Themen. Und das ist hier im Löwe und löst aus Reisen oder Spiritualität. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Halbmond löst aus Unsicherheit, Spannung, bisschen Nervosität. Und hier im Skorpion, wo der Rückzug ist, für dich ist dann in diesem Tag wichtig, die Ruhe bewahren, zurückziehen. Und so bewahrst du die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. April. Jupiter übergeht in Schütze und das bedeutet, du bist mehr wahrgenommen. Das zeigt dein Glanz auch. Venus ändert sich, Sonne ändert sich und Merkur. Mars auch.
April. Mars ist im Stier. Da setzt deine Kraft ein und das ist die Arbeit. Kann auch bedeuten, du sollst dich bewegen, Sport machen, weil das gibt dir die Kraft, unterstützt dich gesundheitlich. Kann auch bedeuten, dass in diesem Lebensbereich hast du Kontakt, Begegnung mit einer männlichen Person. Sonne ist im Fischen, Monatsthema ist dein Zuhause oder etwas gründen, dieses Fundament, diese Basis zu verspüren. Merkur ist rückläufig und kehrt zurück zum Wassermann. Du lernst etwas oder vermittelst du Wissen oder hast viele Kontakte, auch über Internet. Und Venus befindet sich auch hier in Wassermann. Das kann auch ein Kontakt sein mit einer weiblichen Person. 11. April ist Jupiter rückläufig. Kehrt auch wieder zurück zum Skorpion. 25. April ist Pluto rückläufig. Und das bedeutet überlegen, von was sollst du trennen, was sollst du loslassen. Oder kommen die Erinnerungen, auch Gefühle wie Zweifel oder Angst. Und dann sollst du dein Gefühlen transformieren. 30. April wird Saturn auch rückläufig. Außerdem, die beiden Mondknoten befinden sich im Schütze und in Zwillingen. Ketu, dieser Drachenkopf, was die alten Karma symbolisiert, ist ganzes Jahr im Schütze, auch nächstes Jahr. Und die Drachenkopf, was die Seele sucht, dieser unbekannte Land, aktiviert hier die Tierkreiszeichen Zwillinge bei dir in Partnerschaft und das bedeutet karmische Begegnung, die Suche nach dieser Liebe, aber bedeutet, der Mann sucht dich oder hat schon gefunden und euch ist es bewusst, in dieser Zeit wird das bewusst, dass ihr kennt euch von früheren Leben, aktiviert karmischen Themen. 11. April, also das habe ich gesagt, die Rückläufigkeit von Jupiter, genau. Jetzt die Mondposition. 5. April ist Neumond in Fischen. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, weil dadurch bekommen wir die Klarheit über etwas und das ist hier bei dir in Wohnsituation. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Halbmond löst Unsicherheit aus und das erlebst hier in Partnerschaft. 19. April ist Vollmond im Waage. Klarheit bekommen über deine Wünsche und Sehnsüchte, aber auch über Freundschaften. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Hier handelt es sich um Werte, kann bedeuten, dass du wenig Wertschätzung bekommst und fühlst du dich unsicher, aber kann auch auslösen hier bei den Finanzen, dass überlegen sollst und diesem Tag nichts einkaufen, auch nichts unterschreiben, was mit den Finanzen zusammenhängt. Mai 2019. Jupiter kehrt zurück zum Skorpion mit dieser Rückläufigkeit. Sonne ist im Widder. Monatsthema ist die Kinder oder dein inneren Kind oder die Lebensfreude. Mars ist im Stier, also bleibt im Stier und Merkur, Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen.
Und hier kann das bedeuten, dass du Nachricht bekommst oder Besuch bekommst von einer weiblichen Person, aber bedeutet auch, du verschönerst etwas zu Hause. 4. Mai ist Neumond im Widder. Rückzug, Nachdenklichkeit, wo liegt deine schöpferische Kraft oder an dein inneren Kind arbeiten. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. In diesem Bereich sind auch ämtliche Themen. In diesem Tag würde ich keinen Termin ausmachen mit Ämtern. Und löst natürlich auch aus, dass das schwierig ist, etwas loslassen. Besonders wenn das um Gefühlen geht wie Angst. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Wieder nachdenklich zu sein. Was sind deine Wünsche, deine Hoffnungen? Aber auch Thema Freundschaften. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wiederum die Werte und auf dem Geld achten. Juni Venus ist im Widder und hier liegt auch die Lebensfreude, die Liebe, die Sexualität auch mal genießen. Das zeigt auch diesem Lebensbereich. Aber kann auch bedeuten, die Kinder und hier die Weiblichkeit zeigt sich, bedeutet auch an dein inneren Kind arbeiten und die Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist die Arbeit und das kann für dich auch ein Vertrag bedeuten oder Gespräche im Arbeit, aber auch Thema Gesundheit wird auch aktiviert und Mars in Zwillingen. Und dieser Mann kommt auf dich zu und Thema ist hier dann die Partnerschaft. In diesem Monat Juni passiert was sehr, sehr Wichtiges für dich sowieso, weil du hast Aszendent Schütze und die karmischen Knoten ist auch hier bei dir. Sehr, sehr wichtig für dich diesen Monat. Pluto ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt Erinnerungen, Vergangenheit, karmischen Themen. Saturn ist auch rückläufig, zeigt Erinnerungen, Vergangenheit, karmischen Themen. Außerdem Saturn ist die Hüter der Karma. Und Ketu, die Drachenkörper, was auch alten karmischen Themen zeigt. Die sind in einer sogenannten Konjunktion und das bedeutet, die treffen sich und wirken zusammen. Und hier löst karmisch etwas aus. Und genau gegenüber, wo die Partnerschaft liegt, hast du Mars, der Mann, und auch Rahu, den Drachenkopf. Also hier ist die Begegnung, hier kommt ihr zusammen, hier wird einiges geklärt. Und das ist im Juni 2019. 22. Juni wird Neptun rückläufig, Erinnerungen. 3. Juni ist Neumond im Stier, nachdenklich zu sein über die Arbeit, über Gesundheit. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung auf Reisen oder wenn du in einer Bildung bist, an Prüfungsangst, kann das auslösen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, wird dir einiges klar sein, beleuchtet das alles deinen karmischen Themen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen,
Spannung zu Hause kann auch bedeuten, du fühlst dich nicht wohl, hast du Stress und das ist wichtig, dass du zu Hause bleibst, dich entspannen kannst. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und Merkur, Mars ist hier im Krebs. Sonne und Venus zeigt, wie wichtig das ist, auch als Monatsthema die Liebe-Partnerschaft. Und Merkur Mars bedeutet auch Gespräche mit diesem Mann, auch Ängste loslassen, aber bedeutet auch, dass du dich einsetzt und hast Termine mit Ämtern oder eine erbschaftliche Situation kann das auch auslösen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass dir klar ist, wie wichtig ist diese Liebe. Aber bedeutet auch, dass du mit deinem Partner zurückziehst und diese Zweisamkeit genießen kannst. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Bist unsicher, hast das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung oder eine gewisse Unruhe im Arbeit. 16. Juli ist Vollmond. Und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Hier, das aktiviert bei dir etwas persönlich. Und ein Mondfinsternis hat immer mit karmischen Themen was zu tun. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Das kann wieder auslösen, dass du unsicher bist, nervös, dass das gut ist, wenn du zurückhaltend bleibst oder zu Hause bist. Kann auch auslösen, dass zu Hause etwas kaputt geht und muss ein Handwerker kommen. Also kleine Störungen können bei diesem Halbmond auftreten. August 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs und Merkur ist in Zwillingen. Monatsthema ist Transformation, ämtlichen Themen in Ordnung zu bringen und Sexualität. Beide Liebesplaneten sind auch hier. Und bei Merkur-Energie hier bedeutet eine wichtige Nachricht. Thema ist Liebe-Partnerschaft. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier ändert sich die Richtung, geht alles voran, hast du viel mehr Chancen, Möglichkeiten. Da kommt alles so raus, das aktiviert, das kommt alles wieder ins Licht. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich zu sein, was sollst du loslassen? Oder Thema Sexualität oder ämtlichen Themen. 7. August ist Halbmond im Waage. Eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder Unsicherheit, was deine Hoffnung betrifft. Oder scheint etwas so hoffnungslos sein in dem Moment. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Du verlangst Wertschätzung und kümmerst um die Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder. Es fehlt die Leichtigkeit, das Spielerische. 30. August ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit, Spiritualität. Und diesen 30. August wird der Mond von Regulus bestrahlt.
Regulus ist ein königlicher Stern und das ist die Herz der Löwen und aktiviert bei uns Herzensangelegenheiten. Und das ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern alles, was du liebst. September. Merkur, Mars, Venus, Sonne, alles ist im Löwe. Aktiviert Reisen, Auslandskontakte und Spiritualität. Kann auch Bildung sein. 19. September ist ein wichtiger Tag. Ab da ändert sich die Richtung bei Saturn. Saturn wird direktläufig, ändert die Richtung und das trifft dich auch persönlich. Und ab diesem Tag geht alles viel leichter voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, das löst Unsicherheit, Nervosität aus. Wichtig ist Rückzug, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft. 14. September ist Vollmond im Wassermann und das ist für dich wichtig, die Bildung, die Kontakte auch mit Verwandten. 22. September ist Halbmond im Stier, eine gewisse Spannung bei der Arbeit, kann auch bedeuten, du fühlst dich nicht wohl und brauchst die inneren Gleichgewicht. 28. September ist Neumond im Löwe, überlege, wohin geht die Reise. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sonne zeigt die Monatsthemen, das ist deine Berufung, deine Ziele und auch Liebe, Partnerschaft bei Mars, Venus. Aber hier auch die Anerkennung, dass du das verlangst von deinem Partner, dass dich respektiert oder du zeigst Respekt. Merkur ist im Waage. Das sind Gespräche im Bekanntenkreis. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Da fühlst du dich unsicher. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Da hast du mehr Klarheit um deine Wohnsituation. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Spannung, Unsicherheit im Liebe, Partnerschaft, das muss nicht unbedingt Spannung sein, das genügt schon, wenn du unsicher fühlst. 28. Oktober ist Neumond in Jungfrau und das bedeutet, überlege, wo liegt deine Berufung, was sind deine Ziele, was möchtest du noch erreichen. November, Sonne ist im Waage, wichtige Themen sind deine Wünsche, aber auch Freundschaften. Merkur und Venus ist in Skorpion. Hier im 12. Lebensbereich, das löst vieles aus. Das kann auslösen, dass jemand ihrem Liebesgeheimnisse dir erzählt. Kann auch bedeuten, dass du hast deine Liebesgeheimnisse und du sollst schweigen. Kann auch bedeuten, dass du einen geheimen Feind hast und das ist eine weibliche Person und sie redet über dich hinter deinem Rücken. Mars ist im Jungfrau. Du setzt dich ein für die Berufung, kann auch bedeuten, du hast die Kraft, deine Ziele zu erreichen, bedeutet auch, dass du Anerkennung bekommst von einer männlichen Person. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig, ab 21. November
ändert die Richtung, wird wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und ab diesem Zeitpunkt kannst du deine Träume verwirklichen, das zum Leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder und da ist wichtig zum Erkennen, wo ist dein Lebensfreude. 19. November ist Halbmond im Krebs. Es ist schwierig, von Angst zu befreien, was loslassen, aber auch Schwierigkeiten können kommen von Ämtern. 26. November ist Neumond im Waage, ein gewisser Rückzug von Freunden, überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Hier hast du Kontakte mit Freunden, kann auch bedeuten, dass deine Hoffnung in die Liebe, Partnerschaft zum Erfüllung geht, weil dieser Mann meldet sie sich. Merkur zeigt die Kommunikation. Und dann hast du Sonne in Skorpion, aktiviert karmischen Themen oder brauchst einen gewissen Rückzug im Klaren sein, wie geht es weiter und dann ist wichtig, ist auch dein Selbst zu leben, die ganzen Geheimnisse wird hier beleuchtet und Venus befindet sich im Schütze. Und das zeigt deine weibliche Energie, dein Auftreten, deine Ausstrahlung. Das kann natürlich auch bedeuten, weil hier handelt es sich auch um Aussehen, dass du veränderst etwas. Neue Haarschnitt oder anderen Kleider ist auch möglich. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Und hier hast du Konkurrenten, eine gewisse Unruhe von Verwandten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Ist wichtig die Arbeit, deinen Pflichten, aber auch Gesundheit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Spannung von Ausland. Oder Spannung in einen Reisen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das ist wichtig, dass du im Klaren bist, wie sollst du dich auftreten, deine Persönlichkeit. Neumond ist ein Rückzug und das sollst du zurückziehen, darüber meditieren, nachdenklich sein, um deine Persönlichkeit in deiner persönlichen Umgebung und auch dein Auftreten, wie bist du wahrgenommen? Januar 2020. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze und das bringt dir Glück. Venus ist im Steinbock und das heißt, als Frau verlangst du Wertschätzung, kann auch auslösen, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Sonne und Merkur ist auch im Schütze, das ist die Monatsthema, kommen auch viele Gespräche auf dich zu und Mars ist in Skorpion. Und das kann bedeuten, dass du müde bist, erschöpft bist und brauchst den Rückzug, dass du wieder Kraft hast.
Aber kann auch bedeuten eine geheime Liebe. Mars ist der Mann. Februar 2020. Mars bleibt hier in Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Werte, Wertschätzung und Finanzen. Merkur und Venus ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer weiblichen Person. Das kann auch jemand sein von deinen Verwandten. Liebe Biara, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.